Es gibt zu wenig Betten in eurem Reich. Na, Pilgrim, was machst du denn? Ihr seid auf Feinde gestoßen. Sie greifen an. Jawohl! Ihr solltet die Wäsche ins Trockene bringen. Es regnet. Achtung! Gleich macht es Rums! Wie ihr wünscht. Pilgrim liegt bewusstlos auf dem Schlachtfeld. Ihr müsst etwas Platz schaffen, bevor ihr neue Siedler aufnehmen könnt. Ah, du kannst mir doch nicht erzählen, dass ich jetzt mit den paar Truppen... Euer Wunsch ist mir Befehl. ...dort nochmal einmarschieren soll. Attacke! Eure Arbeiter bezahlen ihre Steuern. Ich tue mein Bestes. Euer Wunsch ist mir Befehl. Wird gemacht. Ich tue mein Bestes. Warte, es wäre am besten, wenn wir die Kaserne platt machen. Ja, mein Herr. Jetzt könnt ihr zeigen, was ihr gelernt habt. Wie ihr wünscht. Nur Mut. Wir werden siegen. Wie ihr wünscht. Bis in den Tod. So. Der Sommer kehrt zurück. Ja, in der Tat. Lehrt sie das Fürchten! Attacke! Lehrt sie das Fürchten! Macht sie ja nieder. Gut, das ist ja doch nicht so schlimm, wie ich eigentlich dachte. Wo ich mal mit Pilgrim ein bisschen hier gescoutet habe, da ist das ja... sah das für mich ein bisschen schlimmer aus, aber es ging ja eigentlich recht gut. Und wir haben noch locker viel Zeit. Ja, was machen wir denn jetzt eigentlich noch damit? Es ist Zahltag. Wir bekommen jetzt Stein rein und theoretisch könnten wir uns auch Schwefel holen, aber scheint jetzt eigentlich nicht mehr so viel auszumachen. Aber hier gibt es noch ziemlich viel Freifläche. Also es könnte durchaus noch was kommen. Weil es muss ja erstmal noch Hilfe kommen. Das kann gut sein. Daher wäre es doch gut, wenn wir das Dorfzentrum dann auch nachher einnehmen. Jetzt könnt ihr zeigen, was ihr gelernt habt. Seid unbesorgt, wie ihr befehlt. Euer Wunsch ist mir Befehl. Angriff! Wie ich sehe, haben die sich auch schon um den Turm gekümmert. Ist ja schön. Wir erledigen das. Attacke! Ihr werdet angegriffen. Moment mal, Burg Crawford. Crawford sagt mir irgendwas. Das kam schon mal irgendwo vor, das Attacke. Weiß ich. Die Burg kam irgendwo schon mal vor. Ich glaube, irgendwo in der ersten Kampagne. Ja, ist gut. War da etwa einfach jemand zu faul, den Namen zu ändern? Oder steckt etwas anderes dahinter? Betrachtet die Sache als erledigt. Ja, ist gut. Ja, wahrscheinlich ist es einfach nur zu faul, weil... ja. Ja? Ey, die... betrachtet die Sache als haben sogar die Zahltag. Wahrscheinlich selbe Religion wie Dario. Wenn ihr meint.
Also für Barbaren haben die hier sehr fortschrittliche Sachen, muss ich ja mal sagen. Die Stadt ist teilweise sogar besser ausgerüstet hier als unsere. Ich frag mich, Dario, gibt's da etwas, was du uns eventuell noch über dein Reich sagen willst? Attacke! Hier gibt's nichts mehr zu holen. Natürlich, Ausbau fertig. Wenn's denn sein muss, nichts lieber als das. Ach, schön, das auch mal wieder zu sehen. Eigentlich ganz nett. Die armen Blumen. Attacke! Ach ja. Eure Arbeiter bezahlen ihre Steuern. Jetzt könnt ihr zeigen, was ihr gelernt habt. Ja gut, dann wird noch der... In 8 Minuten wird dann der Typ hier runterrennen und sich darum kümmern. In der Zeit können wir ja hier schon mal ein bisschen einbauen und das übernehmen und so. Ja. So, Stadtzentrum weg. Na gut. Dann können wir uns ordentlich ausbauen. Wenn ihr meint? Falls es nötig werden sollte. Sofort! Was ja durchaus sein kann. Ich meine, wir haben noch eine zweite Eisenmine extra dazugekriegt. Das wird nicht ganz ohne Grund sein, schätze ich mal. Ein Bett in einem Wohnhaus wäre jetzt etwas wirklich Feines. Ja. Aber gern. So. Dieser Schwertkämpfer fragt sich, ist dies alles wirklich nötig? Muss das sein? Obwohl, soweit ich das verstanden habe, haben die uns ja angegriffen und belagern die Stadt. Wird gemacht. Aber dafür Barbaren haben die sich da schon ziemlich schick hier aufgestellt, ne? In Ordnung. Also die profitieren ja eindeutig von Darius' Kultur. All eure Wohnhäuser sind belegt, also sein Reich und so. Obdachlose Siedler. Eure Bauernhöfe produzieren nicht genug Essen. Eure Arbeiter bezahlen ihre Steuern. Sofort. Jawohl. Ach, da fällt mir ein. Hier, Schwefel. Sofort. Kein Problem. Muss ja auch noch abgebaut werden. Ja, was jetzt? Alle Rohstoffe sind weg. Und dann haben wir den Alten übers Ohr gehauen und er... Ach nö, Darf Jungs. Lass die Burg stehen. Über das Wissen über eine neue Technologie. Die sieht doch schön All aus. Alle Wohnhäuser sind belegt, aber es gibt noch obdachlose Siedler. Ich muss sagen, ich bin ein bisschen Schönbauer. Ein bisschen, nicht komplett, aber ein bisschen. Weil... Ja, warum nicht?